Komm zu Bett, in die neuesten Decken, auf den Computer ansehen, irgendwas haben wir vergessen. Na super. Das gibt's ja nicht, ich bin doch nach Ja, drei das kannst du durchgegangen, sowieso oder? du lesen, weil jetzt habe ich genug. Ich gehe einfach nochmal alles durch. Ich bin meinen, wir haben schon alles durchgelesen. Das Wagen haben wir durchgelesen. Baltajar. Jetzt haben wir es, das hat gefehlt. Baltajar. Das Land Baltajar liegt in Zentralasien zwischen Russland und China. Regierungssitz und gleichzeitig die größte Stadt in Kanta. Die ehemalige britische Kolonie erlangt kurz nach dem Zweiten Weltkrieg ihre Unabhängigkeit. Das bergige Baltajar besteht aus mehreren von Tälern durchzogenen Gebietszügen, die ihrerseits durch ein Netz von Höhlen und prähistorischen Stollen miteinander verbunden sind. Die zu 25% von Wald bedeckte Landfläche ist von wüstenartigen Steppen sowie großen Seen umgeben, die durch insgesamt 50.000 Kilometer Flüsse miteinander verbunden sind. Baltajars höchster Gipfel misst 4.604 Meter über dem Meeresspiegel und ist bei den Bergsteigern aus der ganzen Welt sehr beliebt. Jetzt haben wir es geschafft. Der Ort hat gefehlt. Jetzt können wir schlafen Je gehen. mehr ich über Dana erfahre, desto mehr habe ich das Gefühl, nur die Oberfläche der Geschichte Wagens anzukratzen. Warum redet sie nicht weiter? Ins Bett gehen. Bist du das, Katie? Ja, Mom! Wer soll es denn sonst sein? Offenbar sind Moms Freunde gestern Abend hier gewesen. Sie trifft sie oft, seit das mit Dad passiert ist. Vielleicht zu oft. Ja, ich bin die junge Kate Walker, falls er nicht gemerkt hat. Spieler finden, das Haus durchsuchen und dann die Spieler nehmen. Okay. Noch ein Brief für Dad. Letztes Mal hat Mom tagelang gebraucht, sich zu überwinden, ihn zu öffnen. Tadichi. Mach selber. Wir suchen alles durch. Geschenk von Opa und Oma.
Opa und Oma aus New York haben mir das zu meinem letzten Geburtstag geschenkt. Ich sollte es wirklich lesen. Oder wenigstens Eselsohren reinmachen, damit es so aussieht. Ja, und dann, wie finden Sie das Buch? Wie finden Sie die Stelle? Ja, eh gut, das war voll interessant. Das Klavier, das Mom bestellt hat, wird bald geliefert. Ich hab's nicht übers Herz gebracht, ihr zu sagen, dass ich lieber ein Schlagzeug wollte. Lesen. Oh, Drogen. Oh. Mom hat schon wieder welche gekauft. 1000 Milligramm, 1 Gramm. Was ist das? Mom hat schon wieder welche gekauft. Sarah Walker, das kann man nicht lesen. Schlecht, ja. Brief von Oma Doppa. Liebste Sarah, dein Vater und ich möchten dir unser tiefstes Mitgefühl dafür ausdrücken, was Richard zugestoßen ist. Wir machen uns Sorgen um dein Wohlergehen, Sarah Schatz. Du bist erwachsen, aber wir sorgen uns immer noch um dich. Wir haben uns dich so sehr gewünscht. Du warst unser kleines großes Wunder. Und auch wenn du jetzt schon eine junge Frau bist, die selbst ein Kind hat, ist es schwer für uns, dich leiden zu sehen. Wahrscheinlich verschwunden. Du warst immer unser ganzer Stolz. Denk daran, Liebes. Wir sind hier, wenn du uns brauchst. Wir sind immer für dich da, solange wir leben. Wir sind bei dir, egal was im Frühling zu deinem Geburtstag sein wird. Aha. Sag uns einfach Bescheid, wenn du möchtest, dass wir eine Weile bei dir wohnen, bis du wieder auf die Füße kommst. Und wir sind bei dir, ehe du dich's versiehst. In inniger Liebe, Mama und Papa. Boah, das war jetzt aber Gänsehaut-Feeling irgendwie. Schmalz. Ja, nein, das war... Schmalz. Nein, wow. Das war nicht Schmalz. Ich hoffe, ich kann um die Welt reisen, wenn ich groß bin. Ja, das mag ich. Wow, du wirst in ein Gulag landen, wenn du groß bist. Diesen, ja, auf. Ich sage nur die Wahrheit. Nein. Oh, hallo Spätzchen. Hi, Mom. Ach, die Mutter schon. Ist alles gestorben. In Ordnung, Katie? Ja, ja. Alles gut. Bist du tot. Nur noch 20 Jahre. Ja, ach nee. Wir haben Opa und Oma lange nicht gesehen. Mom sagt, sie kommen wahrscheinlich sie zu ihrem Geburtstag aus New York die, zu uns. Wisst ihr, die schauen sich alle ähnlich irgendwie. Die Alte, gell? Ja. Die Renner. Ja. Nicht die Walker, sondern Renner. Da hat sicher was. Das ist nein, sicher das die Oma. Ist, das ist aber sicher ausgefinkelt. Dass die alte Renner heißt. Komm schon. Weil es nicht mehr ich rennen kann. Ich sitze schon seit Stunden in meinem Zimmer und zerbreche mir den Kopf über die Matheaufgaben von Miss Wormwood. Ich habe eine Pause verdient, oder nicht? Ja. Das ist eben das gleiche wie mit... Ich meine, Walker und Renner, ja. Mami, darf ich raus und mit Olivia spielen? Aber dass gerade die alte Renner heißt und die junge Walker und nicht umgekehrt. Bist du mit den Hausaufgaben fertig? Das ist schon geil. Na, wirklich, sie sind ausgewandert nach Amerika. Das ist hundertprozentig ausgedacht. Ja. Mehr oder weniger? Dann kann ich sie mir ansehen, oder, Katie? Eigentlich ist es zu kalt zum Rausgehen. Ich bleib lieber drin. Hätte junge Sprinter heißen können oder so. Hab ich's mir doch gedacht. Oh, gemein. Oder einfach umgekehrt. Die junge einfach Renner und die alte Walker. Aber ja, na, ich find's einfach nur faszinierend. Wenn uns sind sie im Krieg von Europa nach Amerika geflüchtet. Das ist auf jeden Fall fix, das ist klar, aber trotzdem. Ich finde das einfach faszinierend, darüber zum Nachdenken. Ich bin da halt ein bisschen tiefsinniger und
Warum? Ich habe es schon längst rausgefunden, was das Problem ist. Aha, und zwar? Dass es so ist, wie ich gesagt habe. Irgendwie finde ich gerade nicht, wo ich weiter muss. Wo ist die scheiß Spieluhr, die verdammte? Ich schau noch einmal rüber. Das mit Walker und Renner selber habe ich gesagt. Übrigens. Ja, gesagt hast du, aber gewusst habe ich es auch. Weil es ja logisch ist, das ist ja. Ja, danke, dass du mir überhaupt irgendeinen Triumph lasst. Das ist jetzt unfassbar. Oh, eine blöde Spieluhr, verdammt. Was machen die Hausaufgaben, Spätzchen? Die werden heute nicht mehr fertig, glaube ich. Hast du alles andere gemacht? Warte. Hast du alles andere gemacht? Ja. Nebenaufgabe ist erledigt. Heißt, das gibt's ja nicht. Da haben wir's. Da ist. Wie sie es genommen hat, so mit den Ellbogen auseinander gestrickt. Was fliegen will damit? Naja. Du hast deine Spieluhr vergessen. Sei bitte vorsichtig damit, Spätzchen. Da ist was. Was ist denn da? Wo kommt die denn her? Das habe ich dir doch erzählt. Deine Oma und dein Opa haben sie mir als Kind geschenkt. Sieht aber nicht aus, als käme sie aus New York. Keine Ahnung, sie gehört schon ewig der Familie. Sie ist so toll. Du hast sie immer gemocht, schon seit du ganz klein warst. Schenkst du sie mir, wenn ich groß bin? Vielleicht, wenn du brav bist und wenn ich alt bin. Und wann ist das? Später, Katie. Später. Wenn ich das schon höre. Hilfst du mir? Morgen. Mhm. Machst du mir das? Morgen. Bald. Ja, bald, später, morgen. Hm? Ja, immer das Gleiche, gell? Da fliegt's von selbst. Jetzt. Es dauert noch ganz, ganz lange, wenn ich nicht mehr da bin. Nein, bitte nicht. Den Brief ansehen. Ach, was soll's. Du willst, dass ich dich anrufe, Olivia? Schön. Ich sollte es nicht aufschieben. Ich rufe Olivia besser an, bevor mich der Mut verlässt. Vor dem Anruf Inspektoren was verwenden? Vor dem Anruf bei Olivia Inspektion nutzen. Hä? Inspektion unter Anführungszeichen, das soll Olivia eine Fähigkeit sein. Ich habe ein Flugticket nach New York geschickt. Was, wenn ich. Nein, keine Chance.
Was soll eine Fähigkeit sein? Ich habe eine schlechte Nachricht, ich muss kurz weiterspielen, ich muss schnell aufs Klo. Wie soll ich denn da weiterspielen? Ich kenne mich überhaupt nicht mit der Steuerung. Da lenkst du. Da. Und wenn du da bist, brauchst du nur hingehen, steht dir welche Taste du drückst. Da schaue ich, da gehe ich. Ja, das schaffst wirklich. Aber nicht die Olivia anrufen, erst Inspektion verwenden. Schau dich um, ob es gibt, ich bin nicht gleich wieder da. Ich schau mal, ob ich das hinkriege irgendwie. Okay, ein Gemälde von Wagen. Ich weiß absolut nicht, wie man Inspektion anwenden könnte. Und wo? Schad, bitte. Ist das dein Ernst? Liebe Kate, wo immer du jetzt bist, ich hoffe... Kate, was mache ich? Na, das haben wir schon gelesen. Oder? Nicht, nein. Oh ja, das haben wir schon gelesen. Das ist der Priesterinskriegler im Gefängnis. Nein, nein. Doch. Wann? Schau, da geht es um die Beerdigung, dass die Abenteuerallüren sinnlos sind. Durchfall? So, was muss ich jetzt mit Aktionen machen? Das ist auch deppert. Vor dem Anruf bei Olivia Introspektion benutzen. Introspektion. Was ist Introspektion, Alter?